Name ist jetzt hier. Mit Singen und Spielen, ja, das ist doch klar. Geht zum Himmel Schritt für Schritt. Komm doch einfach mit. Hallo Kinder, hallo ihr. Sunny Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr. Sunny Highway ist jetzt hier. Wir wollen euch zeigen, was Gott Freude macht. Und weil er heut reden will, lauschen wir ganz still. Hallo Kinder, hallo ihr. Sunny Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr. Sunny Highway ist jetzt hier. Hallo Kinder, hallo ihr. Sunny Highway ist jetzt hier. Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen bei der Sunny Highway Kinderstunde. Heute geht es um eine Bibelstelle, die ihr bestimmt schon oft gehört habt. Und zwar über Sprüche 6, Vers 6. Dort steht, geh zur Ameise, du Fauler. Siehe, was sie tut und lerne von ihr. Kein Vorgesetzter treibt sie an und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt ihre Vorräte zur Erntezeit. Von der Ameise sollen wir also lernen. Schauen wir uns einige Punkte an, die wir übernehmen können. Ein Punkt, den wir von den Ameisen übernehmen können, ist, dass Ameisen niemals aufgeben. Wenn sie auf dem Weg zu ihrem Ziel sind, kannst du sie nicht stoppen. Und wenn da doch ein Hindernis ist, sie laufen einfach darüber, darunter oder rundherum. Sie finden immer einen Weg. Sie sagen nicht einfach, da ist ein Hindernis, ich kann nicht weiter. Sie geben nicht auf. Ameisen denken an den Winter, auch im Sommer. Sie wissen, dass sie nicht ewig Zeit haben. Sie sind nicht so naiv und glauben, dass der Sommer immer bleiben würde. Sie sammeln stattdessen Futter für den Winter, sogar im Hochsommer, wenn andere Urlaub machen. Aber wie viel Futter sammeln die Ameisen im Sommer? So viel sie können natürlich. Sie tun nicht nur das Nötigste, sondern viel mehr. Sie hängen nicht sinnlos herum, sondern sind fleißig und tun etwas Sinnvolles. Beispielsweise, wenn du dein Zimmer saugen solltest, dann nimm doch den Flut direkt mit. Wir sollen die guten Tage, den Sommer unseres Lebens nutzen, damit wir in schwierigen Tagen davon zehren können. Ameisen leben in einem großen Ameisenhaufen zusammen. Die habt ihr sicherlich auch schon mal im Wald gesehen. Dort leben und arbeiten bis zu 1 Million Tierchen. Das fällt uns oft nicht so leicht, mit anderen so gut auszukommen. Das können wir sicherlich auch von den Ameisen lernen, mit so vielen auf engstem Raum gut auszukommen. Die Ameisen selber sind sehr klein und man könnte sie bei einem Waldspaziergang leicht übersehen. Trotzdem können die Ameisen bis zu dem 40-fachen ihres Körpergewichts tragen. Wir schaffen noch nicht mal das Zweifache unseres Körpergewichtes. Da können wir doch auch nicht sagen, wir sind noch so klein oder so jung, dass wir nichts bewegen könnten. Nein, wir können auch etwas bewegen, wenn wir Gott vertrauen und das Richtige tun. In dem Vers, den ich vorher gesagt hatte, in Sprüche 6, Vers 6, steht hier auch noch dieser Teil mit, sie hat keinen Meister, keinen Aufseher und Gebieter. Und trotzdem keiner hinter ihr steht und keiner sieht, wie viel sie wann macht, bleibt die Ameise bei ihrer Aufgabe. Auch wir sollen dann fleißig bleiben, wenn niemand uns Druck macht und nicht die Eltern oder der Lehrer uns über die Schultern schauen. Von den Ameisen haben wir also gelernt, dass sie niemals aufgeben. Auch wissen sie, dass die Zeit, die sie haben, begrenzt ist und sie nutzen den Sommer, auch wenn andere das nicht tun. Sie tun auch nicht nur das Nötigste, sondern viel mehr. Die Ameisen halten auch zusammen in ihren großen Ameisenhaufen. Auch sollten wir unsere Schwachheiten nicht als Ausrede nutzen, dass wir nichts bewegen könnten oder verändern. Wir sollen auch dann fleißig sein, wenn niemand uns Druck macht, wie wir das von den Ameisen gelernt haben. Die Ameisen sind uns also ein großes Vorbild. Und wenn ihr im Frühling bei einem Spaziergang im Wald die Ameisen seht, müsst ihr bestimmt daran denken, was ich euch heute über diese fleißigen Tierchen erzählt habe. In der Geschichte, die gleich folgt, geht es auch über zwei Brüder, die sicherlich einiges über die Ameisen lernen könnten. Viel Spaß! Jesus will dein Heiland sein, deine Last dir nehmen. Von
von der Sündenschuld befreien und das Leben geben. Jesus will ein Freund dir sein, immer zu dir stehen. Niemals lässt er dich allein, willst du ihm gehören. Jesus will ein Freund dir sein, immer zu dir stehen. Niemals lässt er dich allein, willst du ihm gehören. Er will Helfer sein in Not, in Gefahr bewahren. Er kann alles, unser Gott, ihm kannst du vertrauen. Jesus will ein Freund dir sein, immer zu dir stehen. Niemals lässt er dich allein, willst du ihm gehören. Jesus will ein Freund dir sein, immer zu dir stehen. Niemals lässt er dich allein, willst du ihm gehören. Noch eines will der Herr, er will dein Gehorsam. Er will, dass du folgst ihm gern, hörst auf seine Worte. Darum gib dich selber hin, lass den Herrn regieren. Dann nur wirst du glücklich sein, er führt dich zum Ziel. Jesus will ein Freund dir sein, immer zu dir stehen. Niemals lässt er dich allein, willst du ihm gehören. Jesus will ein Freund dir sein, immer zu dir stehen. Niemals lässt er dich allein, willst du ihm gehören. Die Spülmaschine ausräumen. Ach nö, Mama, keine Lust. Mach ich doch gerne. Ach komm, ich mach's trotzdem. Die Spülmaschine ist doch schnell gemacht. Micha, ich dachte, du wolltest die Spülmaschine ausräumen. Ach, ich hab keine Lust mehr. Du hattest es doch aber Mama versprochen. Von wegen versprochen. Ich hab dir nicht gesagt, ich verspreche es dir. Das sehe ich aber anders. Dann räum doch die Spülmaschine selbst aus, wenn du eine andere Meinung bist. Seid ja fleißig. Und Lisi, du hast dich auch noch umentschieden. Ja, das freut mich. Na klar, wir wollen dir doch helfen. Ach, Elli ist sie weg. Mensch, du kassierst hier das ganze Lob und ich arbeite hier. Das ist ja echt gemein. Ich jetzt petzen? Nein, wirst du nicht. Hallo Oma. Hallo. Wie lange hast du denn hier schon gesessen? Glaubst du etwa, ich bin durchs Fenster gesprungen? Nein, ich habe alles mitbekommen. Ups. Kommt. Sehr.
Setzt euch mal zu mir. Ich erzähle euch eine Geschichte. Huh, ich dachte, es gibt eine Strafe. Hier ist meine Bibel und da lese ich euch jetzt eine Geschichte vor. Was aus der Bibel? Aber da sind doch alle langweilig. Und außerdem, die Geschichten kennt man schon alle in- und auswendig. Nein, die sind gar nicht langweilig. Ihr müsst euch nur vorstellen, ihr wärt wirklich dabei gewesen. Also, passt mal auf. Jesus sagte nämlich in Matthäus 21, doch was haltet ihr von Folgendem? Ein Mann hatte zwei Söhne. Wo sind wir hier? Ja, wie siehst du denn aus? Schau dich mal an! Ich habe wirklich komische Sachen an. Hast du das gehört? Ich höre Stimmen. Ich glaube, wir müssen etwas im Weinberg machen. Aber meine zwei Jungs, die könnten mir helfen. Die schicke ich raus, die sind jung. Ben! Josef! Kommt ihr bitte mal! Ja, Vater? Ja, hallo. Im Weinberg ist so viel Unkraut, Jungs. Wir müssen raus, etwas lockern, etwas weghacken. Es wäre mir recht, wenn wir das heute noch machen könnten. Josef, du könntest bitte in Weinberg gehen und den ersten Weinberg hacken. Ich habe hier gleich die Hacke für dich mitgebracht. Nein, Vater, ich will nicht. Komm, gehen wir mal gucken. Nein, Vater, ich will nicht. Ben, würdest du gehen in den Weinberg? Ich habe schon die Hacke. Könntest du das bitte machen? Natürlich. Werde ich gerne machen. Danke, mein Sohn. Vorsicht, da kommt jemand. Oh no! Ich bereue es, wie ich mit meinem Vater geredet habe. Ich werde ihm eine Freude machen und trotzdem in den Weinberg gehen. Jetzt sind alle drei Männer draußen. Komm, wir gehen rein. Oh, ein Feuer, da kann man sich wärmen. Boah, das raucht. Wie dreckig hier der Boden ist. Aber für ein Feuer ist es wirklich gemütlich. Ey, was macht ihr denn hier? Ach egal, ich wollte es mir eh gemütlich machen. Bleibt hier. Wollt ihr etwas zu essen haben? Ja, gerne. Hier. Bitte. Füll mir mal die Becher bitte da hinten. Dann könnt ihr auch noch was zu trinken haben. Ja. Ich bin übrigens der Ben. Ich bin die Lisi. Und ich bin der Micha. Ben, warum bist du nicht ins Feld gegangen? Du hast es doch deinem Vater versprochen. Ach, weißt du, manches muss man halt nicht so genau nehmen. Und außerdem ist mein Papa ja nicht da. Das heißt, ich kann es mir gemütlich machen. Hätte ich auch gemacht. Er sieht ja eh nicht, dass ich hier bin. Er denkt ja, ich wäre auf dem Feld. Und dein Bruder? Wo ist der? Keine Ahnung. Hä? Wo sind die hin? Wo sind wir denn hier? Da ist Herr Josef. Woher kennt ihr meinen Namen? Und wer seid ihr? Ich bin die Lisi. Und ich bin der Micha. Warum bist du denn im Weinberg? Du hattest doch deinem Vater gesagt, dass du nicht gehen willst. Es hat mir leid getan und ich wollte den Willen meines Vaters tun, um ihn zu ehren. Nanu, wo sind sie denn hin? Ach ja, ich mach weiter. Oh, wir sind wieder hier.
unsere normalen, schönen Klamotten an. Die kratzen wenigstens nicht so. Das war aber spannend. Und es war fast so, als wären wir wirklich dabei gewesen. Und wir haben viel gelernt. Erstens, dass es wichtig ist, gehorsam zu sein. Und zweitens, dass man nicht heuchelt und so tut, als ob man gut wäre. Und genau das hat Jesus mit dem Gleichnis gemeint. Komm, Lisi, wir räumen zusammen die Spülmaschine aus. Zur Bibelentdeckerrunde. Das war ja was. Da wurden die Kinder aber so direkt in dieses Gleichnis hineingenommen. Ach, wie wunderbar muss das für die Jünger und die Zeitgenossen Jesu gewesen sein, diese Gleichnisse direkt aus dem Mund Jesu zu hören. Ich bin so dankbar, dass alle diese Gleichnisse aufgeschrieben wurden. Und wir werden noch viele davon behandeln hier bei Sunny Highway. Unser Gleichnis heute wurde von Matthäus aufgeschrieben. Und diese Geschichte findet ihr im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, in den Versen 28 bis 32. Ach, ihr könnt das nochmal in Ruhe nachlesen. Aber ich habe auch ganz, ganz viel erzählt bekommen. Ich habe das ja auch nicht live erlebt. Aber der Petrus, der hat mir zum Beispiel ganz viel erzählt von dem, was der Jesus getan hat, als er hier auf der Erde lebte und was er gelehrt hat. Ich habe das ja nicht persönlich erlebt. Ich, Paulus, ich habe das erst später gehört.
so wie ihr das jetzt lesen könnt in der Bibel, was der Herr Jesus alles gesagt hat. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Gleichnisse. In welchem Kind habt ihr euch denn so wiedergefunden? Seid ihr eher die Neinsager und macht es dann doch? Oder seid ihr eher die ganz schnell Ja sagen und es dann nicht machen? Am besten ist, Kinder, dass unser Ja ein Ja ist. Und unser Nein ein Nein. Das steht nämlich auch in der Bibel. Jakobus 5, Kapitel 12. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Also, wenn Mama und Papa euch bitten zu helfen, ja gerne Mama, ja gerne Papa. Wenn dein Bruder oder deine Schwester dich fragt zu helfen, ja gerne, ja gerne. Nicht ja aber oder dann musst du mir aber auch, sondern ja gerne. Das ist doch wunderbar. Und nein dürfen wir natürlich auch sagen, nämlich nein zum Bösen. Da dürfen wir immer nein sagen. Und eure Aufgabe ist jetzt die, macht mal zwei Schilder. Auf dem einen schreibt ihr ja gerne. Und auf dem anderen Schild schreibt ihr nein. Oder vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, vielleicht zwei Wörter. Und dann könnt ihr die Schilder immer mal wieder gebrauchen. Wenn die Mama fragt, könnt ihr mir helfen? Dann hebt ihr das Schild hoch, ja gerne. Und wenn die mal mit euch streiten möchte, dann hebt ihr das Schild hoch, nein. Mal schauen, ob die Schilder euch helfen, dass euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein ist. Ihr könnt die noch ganz schön bemalen. Und auch die Form des Schildes könnt ihr euch selber wählen. Vielleicht ein Stoppschild für Nein oder ein Vorfahrtsschild für Ja gerne. Ihr habt bestimmt ganz tolle Ideen für die Schilder. Und vielleicht nehmt ihr sie einfach mit zum Tisch, wenn ihr Abend esst und dann die Mama fragt, wer räumt die Spülmaschine aus? Ja gerne! Das wird eine Freude sein. Ich bin gespannt auf eure Schilder. Bitte schickt uns davon ein Bild an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de und wie immer brauchen wir dein Bild bis Dienstag 18 Uhr. So, jetzt kommt die Preisverleihung. Ich hoffe, dass du gewinnst und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer Preisverleihung. Letztes Mal ging es ja um das Thema, wer viel Gutes sät, wird auch viel Gutes ernten. Und da hattet ihr als Aufgabe, etwas zu sehen. Ob das Blumen sind oder irgendwelche Kräuter, das war euch überlassen. Und da schauen wir uns mal an, was ihr da zustande gebracht habt. Thank you.
So, und jetzt habe ich hier so ein paar Schneebälle vorbereitet. Und in jedem von diesen Schneebällen sind eure Namen drin. Jetzt frage ich gleich ein paar Kinder, dass sie diese Schneebälle auf mich werfen. Ich versuche einen zu fangen. Und welchen ich fange, die haben gewonnen. Und dann schauen wir mal. Und auf die Plätze, fertig, los! Und Bohne hält die Familie Schumann. Herzlichen Glückwunsch. Da. So, und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert doch unseren Sunny Highway Kanal und drückt auf Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Mit Singen und Spielen, ja, das ist doch klar, geht zum Himmel Schritt für Schritt. Komm doch einfach mit. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Der Heiland, der liebt uns alle groß und klein, lasst uns auch fröhlich sein. Alle fröhlich sein. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier.